Wir wechseln jetzt das Thema und kommen zur Corona-Impfung. Nach BioNTech/Pfizer hat nun auch der US-Pharmakonzern Moderna eine Zulassung seines Corona-Vakzins für Jugendliche in der Europäischen Union beantragt. Bisher hat Moderna nur eine EU-Zulassung, und zwar für Personen ab 18 Jahren. Das soll bald auch bei ganz jungen Menschen möglich sein, denn Moderna sei auch bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 hochwirksam. Das sagt das Unternehmen und beruft sich auf klinische Studien in den USA. Dort habe die Wirksamkeit bei 100% gelegen und das Präparat werde im Allgemeinen gut vertragen. Diese Daten und damit den Antrag überprüft nun die Europäische Arzneimittelagentur in Amsterdam. Für Erwachsene ab 18 Jahren hat der moderne Impfstoff bereits seit Anfang Jänner eine bedingte Marktzulassung in der Europäischen Union. Er wurde inzwischen millionenfach gespritzt. Die EU-Kommission hat im Namen der 27 Mitgliedstaaten zunächst 160 Millionen Dosen des Präparats bestellt. Im Februar wurde dann nachbestellt, ein neuer Vertrag abgeschlossen über bis zu 300 Millionen weitere Dosen.